Servus Leute und herzlich willkommen bei The Car Crush Review. Ich bin die Jessie und wir sind heute in Rüsselsheim. Und ich habe heute für euch was dabei, das in Rüsselsheim designt wurde, entwickelt und auch gebaut, und zwar den brandneuen Opel Astra. Und wir haben jetzt hier ein Vorserienmodell und ich darf euch heute so ein bisschen mitnehmen auf meine erste Erprobungsfahrt und möchte euch erzählen, wie er sich so fährt. Falls ihr darauf Lust habt, dann bleibt jetzt gerne dran. Abonniert auch unseren Kanal The Car Crush Review, würde mich tierisch freuen. Hier gibt es jeden Tag von uns ein neues Auto präsentiert und jeden Sonntag dann ein Video gemeinsam, Jan und ich vor der Kamera. Falls ihr darauf Lust habt, abonniert den Kanal, wie gesagt. Dann gehen wir erstmal los und werfen einen kleinen Blick auf den neuen Astra. Kommt mit! Ja, und wir vorne angekommen, vielleicht erstmal zu unserem Kooperationspartner. Und zwar ist das GoLeasy. Das ist eine Vergleichsplattform für Leasingangebote und die vergleichen für euch unter ja, Anbietern wie Leasingmarkt oder auch Vehiculum. Und da findet ihr garantiert euren besten GoLeasy-Preis. Hier steht er jetzt, der neue Opel Astra. Und der ist noch komplett verklebt. Viele Linien, die er hat, sind noch mal mit Schaumstoff unterlegt. Das heißt, wir werden gar nicht so viel erahnen können, wie er irgendwann mal aussehen wird. Aber so viel kann ich schon mal verraten, er wird komplett anders aussehen als der andere Astra, als der alte Astra. Steht nämlich jetzt auf einer neuen Plattform, auf der EMP2-Plattform. Das ist die gleiche Plattform, auf der auch beispielsweise Peugeot 308 steht, nur bis zu 50% modifiziert. Heißt, hier ist jetzt die dritte Evo-Stufe von dieser Plattform. Jetzt schauen wir mal hier vorne kurz mal ins Gesicht vom neuen Astra und erstmal fällt auf, dass wir jetzt hier vorne wahrscheinlich einen Visor haben werden. Opel hat ja auch schon so ein bisschen was geleakt. Wenn ihr mal bei dem Opel Mokka vorbeischaut, hat er das ja auch und dieser Visor ist besonders gut, weil da drunter eben oder dahinter die ganzen Assistenzsysteme versteckt sind und man die gar nicht sieht und es ist wirklich eine ebene, gerade Fläche, die meiner Meinung nach beim Mokka zumindest sehr, sehr schön aussieht. Auch interessant ist, die Leuchten können wir schon mal ein bisschen begutachten und ich erkenne jetzt hier voll LED-Leuchten. Es wird aber auch wieder Matrix-Leuchten geben. Übrigens hatte Opel damals in dem Segment die ersten Matrix-LED-Leuchten. Das ist ein besonders cooles Licht, was ja einerseits den Gegenverkehr abblendet, aber eben andererseits Schilder anblendet. Und hier haben wir jetzt dann in der Pixel-LED-Variante, also in der Matrix-LED-Variante, 84 kleine Dioden, die eben, jetzt wird es aber ganz schön laut hier, 84 kleine Dioden, die eben dann die Straße oder Schilder oder auch Fahrradfahrer und so weiter anleuchten. Jetzt gehen wir mal ein bisschen ins Profil und schauen uns das an. Und jetzt sprechen wir über die Maße. Ich habe euch ja schon gesagt, neue Plattform. Wir haben jetzt erstmal kürzere Überhänge vorne, längere Überhänge hinten. 17 Zöller sind jetzt hier drauf und er ist 4,37 Meter lang. Also ungefähr von der Länge gleich geblieben, 0,5 cm Unterschied und aber ein bisschen breiter geworden, nämlich 1,86 m ist er jetzt breit, ist ungefähr 5 cm breiter. So weit, so gut. Sonst erkennen wir hier an der Seite gar nicht so viel. Den gibt es ja auch als Shooting Brake in der aktuellen Astra K-Version. Das hier wird ja dann die Astra L-Version. Ich bin sehr gespannt. Ich denke, den neuen Astra wird es auch als Kombi geben. Hier ist jetzt aber der Fünftürer, zumindest lässt es die Form auf jeden Fall sehr stark erahnen. Wenn wir jetzt ein bisschen weiter nach hinten gehen, schauen wir uns noch das Heck an. Hier sehen wir dann auch ja LED-Rückleuchten, aber auch nur ganz leicht und klein angedeutet. Hier oben dann auch nochmal so einen kleinen Spoiler und hier so eine kleine Haifischflosse. Und der Kofferraum, so viel weiß ich schon mal, wird 422 Liter haben. Der wird auch ja, so eine kleine Platte da drin haben, die man dann auch verschieben kann. Heißt, man hat mehrere Fächer, die man dann eben nutzen kann. Ich darf ihn euch leider noch nicht zeigen. Aber er ist auf jeden Fall vergleichbar wie mit dem Peugeot 308 beispielsweise. Der hat ein bisschen kleineren Kofferraum, aber auf jeden Fall 422 Liter sind absolut ausreichend. Andere Wettbewerber sind beispielsweise der Golf, der Seat Leon, der Skoda Octavia, der Hyundai i30. Also da gibt es ja echt viele in der Kompaktklasse. Und wenn wir jetzt vorgehen, sprechen wir vielleicht noch über die Motorvarianten. Und es gibt einen Plug-in-Hybriden, den hat Jan euch vorgestellt, den kann man dann hier laden. Ich habe hier jetzt aber den 1,2 Liter Benziner. Wahrscheinlich wird der Akku 12,4 Kilowattstunden fassen, wird da unten im Unterboden sitzen und man kann ihn dann wahrscheinlich mit bis zu 7,4 Kilowatt laden. Ist aber alles nur eine Mutmaßung. Vielleicht hat er dann auch noch eine Reichweite von 50 oder 60 Kilometer. Ich mache euch jetzt vorne mal die Motorhaube auf, weil ich über die Motoren sprechen wollte.
Plug-in-Hybrid ist halt besonders interessant, weil ihr eben noch eine Förderung bekommt von bis zu 7.000 Euro und einen Elektromotor habt und eben dann auch noch einen Verbrenner. Aber dazu erzähle ich euch jetzt gleich mehr. Jetzt machen wir vorne erstmal auf. Hier geht's. Und hier haben wir jetzt den 1,2 Liter Benziner. Den gibt es einmal mit 110 PS und einmal mit 130 PS. Einmal mit 6-Gang-Handschaltung und aber auch mit einer Automatik. Dann gibt es auch einen 1,5 Liter Diesel, der hat dann auch 130 PS und es wird, wie gesagt, diesen Plug-in-Hybrid geben. Den gibt es dann in zwei Varianten. Einerseits eben logischerweise mit einem Verbrenner und einem Elektromotor. Der Elektromotor wird immer 110 PS haben. So, dann wird es eine Version geben, die einen Verbrenner hat, der 150 PS hat. Die haben dann insgesamt 180 PS und es wird eine Version geben, der einen Benziner dann eben 180 PS haben wird. Dann wird es insgesamt 225 PS haben. So viel zu den Motoren. Jetzt würde ich sagen, mache ich hier vorne mal wieder zu. Hier geht's rein. Mach vorne die Klappe zu. Wir springen jetzt rein, fahren einfach mal los, erkunden ihn so ein bisschen und irgendwann nehme ich euch dann mit dazu und erzähle euch, wie er sich so fährt. Kommt mit. Ja, jetzt hatte ich schon meine erste Erprobungsfahrt und möchte euch jetzt so ein bisschen erzählen, was wir jetzt in den letzten 30 Minuten so erlebt haben. Und vielleicht erstmal zur Schaltung. Ich komme sehr gut mit dieser Schaltung klar. Guck mal, wie schnell da die Gänge reingehen. Das ist total angenehm. Und ich bin ja nicht der größte Schaltfan. Liegt natürlich an mir, nicht generell an Autos mit Handschaltung. Ich bin ein Automatikkind, aber ich habe mich hier drin sofort wohlgefühlt. Und wir haben ja jetzt hier eine 6-Gang-Handschaltung. Auch wenn ich hier jetzt nicht erkenne, in welchem Gang ich gerade bin, hat das sofort funktioniert. Das war sehr intuitiv. Und auch die Schaltvorgänge bzw. eben die Schaltgassen sind sehr, sehr einfach zu finden, was ich jetzt im ersten Eindruck sehr angenehm fand. Dann sitze ich ja ein bisschen tiefer jetzt in dem neuen Astra. Bedeutet ungefähr 1,3 cm im Vergleich zum Vorgänger. Auch das finde ich sehr angenehm, weil ich es total gerne mag, eben näher an der Straße zu sein. Man fühlt sich kompakter im Auto gefasst. Und ich habe aber trotzdem noch eine gute Rundumsicht. Heißt, ich sehe nach vorne ganz gut, ich sehe auf die Seiten ganz gut und ich sehe auch nach hinten ganz gut. Und so ein Kompaktler ist natürlich auch prädestiniert, um damit in der Stadt zu fahren. Aber man kommt halt eben auch ein bisschen weiter, weil wir halt eben auch ganz gute Ausmaße haben. Es ist nicht das kleinste Auto mit 4,37 Meter Länge. Man merkt auch, dass er ein bisschen breiter geworden ist, aber es stört mich überhaupt nicht, wenn ich jetzt hier rumfahre und ich habe nirgendwo das Problem oder die Angst, dass ich irgendwo nicht durchkomme. Dann sprechen wir kurz über die Lenkung. Die ist jetzt hier nur zu 80% fertig. Wir sind ja hier in einem Vorserienauto. Viele Dinge sind noch nicht zu 100% fertig. Deshalb sind beispielsweise hier auch die Assistenzsysteme ausgestellt und auch die Airbags, weil man das nur in den Fahrbetrieb nimmt, wenn es dann wirklich zu 100% sicher ist. Aber zur Lenkung kann ich euch schon mal sagen, dass das Lenkrad sehr angenehm in der Hand liegt. Ich mag das, weil es nicht zu dick und nicht zu dünn ist. Es ist dreispeichig und aktuell ist es vielleicht noch ein bisschen weich. Vielleicht wird es noch ein bisschen straffer, das würde ich mir wünschen. Aber es liegt auf jeden Fall sehr gut in der Hand und ich habe auch eine sehr gute Sitzposition. Auch das Kuppeln und das Schalten funktioniert gut. Auch Anfahren war sehr angenehm. Wir haben hier übrigens den 1,2 Liter Benziner. Den gibt es einmal mit 110 und einmal mit 130 PS. Und es gibt auch den 1,5 Liter Diesel. Der hat dann auch 130 PS. Jetzt aber wieder hier zu unserem Benziner. Ich finde, der kommt auch ganz gut, wenn ich mal aufs Gas drücke. Ich muss hier übrigens aufpassen, dass ich nicht zu schnell fahre, weil ich hier jetzt das Display nicht sehe. Hier wurde nämlich alles für uns abgeklebt. Damit ihr es jetzt noch nicht seht, ich durfte schon mal drunter spickeln und möchte euch so viel verraten. Es wird richtig schön hier drin, denn Opels Leitspruch puristisch und bold, also pure and bold, ist auch hier drin, denn wir haben hier sehr puristischen Innenraum, der aber trotzdem sehr stolz ist, sehr modern ist. Und wir haben da vorne, wenn ihr mal in mein Opel Mokka Review reinschaut, auch wieder dieses Pure Panel da vorne. Heißt, wir haben zwei Bildschirme, die so aneinandergereiht sind. Und die sehen wirklich wunderschön aus. Ich finde die richtig toll. Wie gesagt, Lenkrad habe ich euch auch schon gezeigt. Und es wird es auch in zwei Ausführungen geben. Aber das werden wir euch dann präsentieren, wenn wir bei der Fahrveranstaltung sind, beziehungsweise dann im Studio. Zur Federung kann ich euch noch erzählen, beziehungsweise zum Fahrwerk. Es ist schon so, dass man, wenn man jetzt mal über so einen Gullideckel fährt, den noch leicht spürt, aber nicht zu sehr. Das heißt, es ist ein sehr angenehmes Fahren hier drin, aber auch nicht so ein luftbettartiges Fahren, was aber überhaupt nicht normal ist, eben in der Kompaktklasse. Und ich fühle mich hier drin sehr wohl und Geräuschdämmung, wir sind jetzt ein paar Mal auch auf der Autobahn gefahren, ist auch sehr, sehr gut. Schaut mal, wie einfach ich hier in den ersten Gang komme. Wie kommt er jetzt beim Anfahren? Auch sehr angenehm, das funktioniert ganz gut. Wenn ich jetzt mal das Gas durchdrücke, hört er auch mal den Benziner. Also ich bin wirklich begeistert jetzt auf die erste Fahrt, auch wenn ich kein Handschaltkind bin. Macht es trotzdem sehr Spaß, den jetzt zu fahren. Jetzt sind wir noch kurz auf der Autobahn. Ich möchte euch mal ein bisschen erzählen, wie der sich hier auf der Autobahn fährt. Und interessant ist jetzt einerseits, ich bin mal kurz ruhig.
Geräuschdämmung. Ich fühle mich hier drin sehr wohl. Ich habe sehr wenige Windgeräusche. Es ist wirklich ganz gut gedämmt hier innen. Wir haben hier übrigens auch immer noch so Dämmglas drin, damit auch der Innenraum ein bisschen ruhiger wird. Und wir haben auch besondere Räder, die eben besser für die Abrollgeräusche sein sollen und eben aber auch besser für den CO2-Wert. Jetzt sind wir gerade auch in einem Tunnel. Ich sehe mich gerade ein bisschen im Gelb. Dieses Auto ist wirklich sehr angenehm zu fahren. Wenn ich jetzt mal ein bisschen aufs Gas drücke, kommt er auch total schnell, ist sofort da, wenn ich ihn brauche, und das macht mir schon sehr viel Spaß. Heißt, dieses Auto ist auch sehr gut für die Autobahn. Was ich jetzt sagen würde, ist, dass wir mal zurückfahren. Wir gehen jetzt nämlich nach Rüsselsheim, da wo er designt, entwickelt und gebaut wird, und dann schauen wir uns den Astra noch mal kurz an und ich erzähle euch, was er vielleicht kosten wird. Kommt mit! Und weiter geht's jetzt mit meinem Fazit und erstmal danke Opel, dass ich heute meine erste Erprobungsfahrt machen durfte. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, war total spannend, sich einfach mal nur komplett aufs Fahren zu konzentrieren. Ich hatte weder optische Elemente im Innenraum, ich hatte keine Displays, die mich abgelenkt haben, sondern ich habe mich wirklich nur aufs Fahren konzentriert. Und ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen erzählen, wie er sich fährt. Ist natürlich immer schwierig. Ich habe jetzt auch nur eine Motorvariante testen dürfen. Schaut auch gerne mal beim Jan vorbei, der hat für euch den PHEV getestet. Und apropos, warum gibt es eigentlich einen PHEV, warum gibt es Benziner, warum gibt es Diesel und warum gibt es vielleicht auch noch eine Elektrovariante hier jetzt bei dem neuen Astra? Ja, weil die neue Plattform das eben zulässt. Da kann man nämlich eigentlich alles rein verbauen. Ich bin gespannt, ob es wirklich auch noch eine Elektrovariante gibt. So wie beispielsweise dann auch beim Opel Mokka. Sonst konnte ich euch jetzt nicht so viel optisch sagen. Ich bin sehr gespannt, wie der Astra dann irgendwann aussehen wird. Wir werden es im Laufe dieses Jahres auf jeden Fall berichten. Das Innenraumkonzept ist auf jeden Fall sehr modern. Es ist schön durchdesignt. Ich durfte ja mal reinspickeln und freue mich schon drauf, euch das dann wirklich auch in echt zeigen zu dürfen. Und jetzt kann ich euch auch leider noch nicht sagen, was er kosten wird. Ich weiß aber, dass der 1,2 Benziner aktuell noch bei 22.675 Euro beginnt. Wahrscheinlich wird er ein bisschen teurer werden. So viel kann ich aber nur mutmaßen. Und ja, das war es eigentlich auch schon mit meinem Beitrag jetzt hierzu. Ich wollte euch ihn einfach mal zeigen und euch eben mit auf meine Fahrt nehmen. Schaut doch gerne bei unserem Kooperationspartner GoDiesel vorbei, falls euch jetzt noch die alte Version des Astras interessiert. Denn was machen die? Die vergleichen für euch unter etablierten Leasingpartner wie Leasingmarkt oder auch Vehiculum. Und da findet ihr garantiert euren besten GoDiesel-Preis. Hier seid ihr aber gelandet bei The Car Crush Review. Hier gibt es jeden Tag von uns ein neues Auto präsentiert und jeden Sonntag ein Video mit Jan und mir gemeinsam vor der Kamera. Abonniert uns, ist eine gute Sache, macht das. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, Freunde. Bis dann!